dass du neben Allah andere Götter setzt. Mit Allah, neben Allah, außer Allah, dass du andere Götter neben Allah subhanahu wa ta'ala setzt. Das ist Schirk. Was ist dann der Unterschied zu Kufr, liebe Geschwister? Die Gelehrten sagen, das ist eigentlich dasselbe. Kufr und Schirk ist dasselbe. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt uns in Surah Al-Mu'minun, in der Ayah 117, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرٍ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُ. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, das heißt, der hat einen anderen Gott, Schirk oder Kufr? Schirk. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, natürlich hat er keinen Beweis dafür, denn Allah spricht weiter, der wird seinem Herrn Rechenschaft auflegen müssen. Der wird seinem Herrn Rechenschaft abgeben müssen. Denn wenn er Recht hätte damit, müsste er Rechenschaft dafür ablegen, Antwort? Nein. Der wird seinem Herrn Rechenschaft ablegen müssen, wahrlich, die Kuffar haben keinen Erfolg. Das heißt, Allah hat wen zusammengesetzt? Die? Die Mushrikin und die Kuffar. Die sind auf derselben Stufe. Aschirk, liebe Geschwister, die Gelehrten, die haben aber noch eine feine Unterteilung gemacht. Die haben gesagt, Aschirk bedeutet, jemand ruft neben Allah einen anderen Gott an, während er trotzdem an Gott glaubt. Während er trotzdem an Gott glaubt. Zum Beispiel einer, wal'iyadu billah, wie wir das auch heute leider in den islamischen Ländern haben, es gibt Leute, die nennen sich Muslime, dann gehen sie zu Gräbern und verlangen von den Toten. Das heißt, er hat neben Allah einen anderen Gott gerufen. Dieser ist ein Kafir oder ein Muschrik? Ein Muschrik. Aber jeder Muschrik ist auch ein Kafir. Jeder Muschrik ist auch ein Kafir. Daher heißt das, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, und wer einen anderen Ilah, Gott, anbetet, für den er keinen Beweis hat, er hat natürlich keinen Beweis, der muss Rechenschaft ablegen bei Allah, denn wahrlich den Kuffar wird es nicht wohl ergehen. Allah hat mit Schirk angefangen und mit was aufgehört? Mit Kuffar. Also sind sie gleich. Sie sind gleich, liebe Geschwister. Und die Juden und die Christen sind sowohl Kuffar als auch Muschriki. Sie sind beides. Warum? Weil sie die Wahrheit verleugnen und sie ablehnen, so sind sie Kuffar. Weil sie die Wahrheit ablehnen und leugnen, so sind sie Kuffar. Und sie sind Mushrikin, weil sie neben Allah jemand anderen. Was sagen die Christen? Allah hätte einen Sohn. Und nochmals, liebe Geschwister, dass man das versteht. Wenn wir sagen, diese Person ist ein Kafir, dann sagen wir das nur, weil wer das gesagt hat? Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat diese Leute als Kuffar betitelt. Das ist kein Schimpfwort. Das ist nur, um sie zu bezeichnen, dass sie nicht der Wahrheit folgen und die Wahrheit ablehnen und die Wahrheit, liebe Geschwister, der Lüge bezichtigen. Sie bezichtigen die Wahrheit der Lüge, liebe Geschwister. Daher sind sie Kuffar, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie genannt hat, weil sie letztendlich an etwas glauben, woran Allah uns erlaubt hat oder nicht erlaubt hat, daran zu glauben. Hat Allah Kinder? Hat Allah sich Kinder genommen? وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Sie sagen, Allah hätte sich einen Sohn genommen. أعوذ بالله. Zwischen dem Vater und dem Sohn gibt es immer was? Ähnlichkeit. Wollen wir Ähnlichkeiten zwischen einem Menschen und Allah machen? Und noch mehr, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sich wirklich einen Sohn nehmen wollte oder sich Söhne nehmen wollte, warum nur einen? Warum nicht zehn? Wenn Allah Kinder liebt, ja, wie die Leute das behaupten, warum nur ein Kind? Einer, der Kinder liebt, jetzt eine Person, möchte er ein Kind oder mehrere Kinder? Viele. Warum sollte er sich nur ein Kind nehmen? Jesus hat diese Worte niemals gesprochen. Jesus war ein unterwerfender Diener. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über Jesus. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي Rasulullahi ilikum. Und als der Sohn von Maryam, Jesus, alayhi salatu wassalam, ein geehrter Prophet, liebe Geschwister, und von den besten Propheten, als er zu seinem Volk von Bani Israel gesagt hat, ich bin ein Gesandter an euch. Gesandter oder Gott? Was hat er gesagt? Gesandter.
Allah hat ihn zu Bani Israel gesandt, damit sie verstehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden möchte. Das bedeutet, liebe Geschwister, Allah hat keine Kinder, Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Frau, weil es gibt leider irregehende Personen, die denken, Allah wäre wie seine Schöpfung. Aber Allah ist nicht wie seine Schöpfung. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nichts und niemand ähnelt Allah. Nichts und niemand ist wie Allah. Vergiss das. Deine Gedanken werden Allah subhanahu wa ta'ala niemals erfassen können. Aber glaube daran, an das, was Allah dir im Koran gesagt hat und sein edler Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir als Muslime sagen, glaube daran, dann heißt nicht einfach so glaube, nein, wie bei anderen Religionen. Bei uns ist Glaube immer nur mit Beweis aus Koran und das ist unser Beweis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Deswegen ist das eine Religion, bei der du ein ruhiges Herz hast. Kein Zweifel überkommt dich bei dieser Religion. Warum? Weil du genau weißt, woran du glaubst und Allah subhanahu wa ta'ala hat das meiste Wissen über sich selber und er hat einen Teil von dem Wissen Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben. Nur aus diesen beiden Quellen entnimmst du deine Religion. Nichts Gelogenes ist dabei. Allahu Akbar. Wie ruhig liest man den Koran?